Nun beginnen wir mit unserer Veranstaltung. Wir hatten ja am 5.11. sozusagen schon einmal die Möglichkeit, über den 8. Altersbericht in seiner Gänze zu sprechen. Diese Veranstaltung heute widmet sich nun aber dezidiert der Lebenssituation älterer Menschen in der Covid-19-Pandemie und damit eben auch der Frage, welchen Beitrag können hier digitale Technologien leisten? Und jetzt freue ich mich ganz herzlich, das Wort an Professor Dr. Andreas Kruse zu überreichen. Herr Kruse ist Direktor des Instituts für Gerontologie an der Universität Heidelberg und Vorsitzender der 8. Altersberichtskommission. Ich freue mich, dass Sie jetzt in die Veranstaltung einleiten und übergebe das Wort an Sie. Lieber Herr Kruse, bitte. Wenn die Bundesregierung von einer digitalen Strategie, Digitalisierungsstrategie, Digitalisierungsoffensive spricht, dann sollte sie unbedingt die Gruppe älterer Menschen mit einschließen. Und es darf nicht so getan werden, als seien ältere Menschen nicht in der Lage, sich jene Fertigkeiten zu erwerben, die notwendig sind, um mit digitaler Technologie kompetent umzugehen. Wir haben im Kommissionsbericht sehr deutlich gemacht, dass die meisten älteren Menschen jenes Maß an Anpassungsfähigkeit, Plastizität und Kompetenz besitzen, um eben solche Fertigkeiten zu erwerben. Oder man sollte nicht so tun, als sei die digitale Technologie für das höhere und hohe Lebensalter gar nicht mehr so bedeutsam. Das Gegenteil ist der Fall. Die digitale Technologie kann im hohen Lebensalter eine ganz zentrale Grundlage dafür bilden, dass Integration bzw. Teilhabe und auch die Verfügbarkeit von Dienstleistungen sichergestellt sind. Wir haben in der Kommission gesagt, es darf eines nicht passieren, dass soziale Ungleichheit, dass soziale Unterschiede zwischen älteren Menschen durch die Einführung der digitalen Technologie vertieft werden. Und damit haben wir gleich eine wichtige Forderung verbunden und die sollte auch durch die gesamte Diskussion sich als Hintergrund ziehen. Über eine digitale Plattform zu verfügen, ist für uns so etwas wie ein Grundrecht. Deswegen wir auch gesagt haben, die Integration der digitalen Technologie in die Haushalte beziehungsweise in die stationären Einrichtungen ist ein ganz zentrales Element von Daseinsvorsorge. Das heißt, jede Kommune und ihrerseits unterstützt durch die Länder und durch den Bund, und hier könnte ein Digitalprogramm eine sehr wichtige Arbeit leisten, sollte ganz gezielt der Frage nachgehen, inwiefern jeder Haushalt mit digitaler Technologie ausgestattet ist, mit einer entsprechenden Plattform, inwiefern jede Einrichtung, in der ältere Menschen leben, eine entsprechende Plattform ausweist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss alles dafür getan werden, dass eben eine solche digitale Plattform hergestellt wird. Wenn sich das Menschen selbst leisten können, sollen sie es und können sie es selbst bezahlen. Wenn sie es sich nicht leisten können, ist aus unserer Sicht die Sozialversicherung absolut verantwortlich dafür. Beispielsweise eine gute digitale Plattform in stationären Einrichtungen der Altenhilfe zu schaffen, ist unseres Erachtens eine wichtige Aufgabe des Sozialgesetzbuches 11. Die Pflegeversicherung kann hier einen sehr wichtigen Beitrag leisten. Und zweitens, wir sagen ganz ausdrücklich, ich habe das eben schon festgestellt, dass Ältere, dass alte Menschen im Grunde genommen über die Kompetenzen verfügen, unter der Bedingung einer guten Anleitung, sich jene Fertigkeiten zu erwerben, die notwendig sind, um digitale Technologie kompetent, effektiv bewältigen zu können. Das bedeutet, wir müssen natürlich auch sehr viel dafür tun, beispielsweise auch in der stationären Pflege, dass Menschen eine gute Begleitung, eine gute bildungsbezogene Begleitung haben, um eben mit dieser digitalen Technologie angemessen umzugehen. Aber wir sagen auch, es kann keiner dazu gezwungen werden, digitale Technologie zu nutzen. Für uns ist eine gewisse Kontinuität in den Lebensstilen überaus wichtig. Und der zweite Punkt, es wird häufiger an uns die Frage herangetragen, können eigentlich Menschen, bei denen eine Demenzerkrankung besteht und deren Angehörige von digitaler Technologie profitieren? Absolut. Dazu gibt es auch sehr gute Studien, sehr gute empirische Studien, die zeigen, dass Menschen auch mit einer Demenz, sogar mit einer mittelgradig, also doch schon recht symptomreichen und schweren Demenz, durchaus in der Lage sind, mit einem Tablet sehr gut umzugehen und mit einem Tablet sehr gut mit anderen Menschen zu interagieren, was vielfach für pflegende Angehörige eine sehr wichtige Hilfe ist. Und die digitale Technologie kann ihrerseits pflegenden Angehörigen eine bedeutsame Hilfe darin sein, dass sie sich mit anderen pflegenden Angehörigen ebenso wie mit Pflegestützpunkten vernetzen können, um ihr Leid zu klagen, um ihre Kompetenzen mitzuteilen, beziehungsweise Kompetenzen von anderen Angehörigen zu erfahren.
Digitale Technologie ersetzt nicht den Face-to-Face-Kontakt, ersetzt nicht die leibliche und zutiefst emotionale Komponente des Face-to-Face-Kontakts. Aber sie ist eine bedeutsame Grundlage dafür, dass wir diesen Face-to-Face-Kontakt, diesen physischen Kontakt, signifikant, bedeutsam ergänzen können. Und vor allen Dingen in solchen Phasen wie jener der Covid-19-Pandemie ist vielleicht die digitale Technologie in manchen Zeiträumen die zentrale Möglichkeit, mit der Außenwelt in einer persönlich zufriedenstellenden Weise kommunizieren zu können. Damit starten wir jetzt in die Diskussion. Bevor wir damit beginnen, möchte ich noch mal ganz kurz für Sie auch die TeilnehmerInnen unserer Diskussion verorten. Für die Kommission sind heute mit dabei Dr. Sibylle Meyer vom Siebes-Institut hier in Berlin, Professor Dr. Hans-Werner Wahl von der Universität Heidelberg und Professor Dr. Andreas Hein von der Universität Oldenburg. Ich grüße Sie herzlich. Und als Gesprächspartnerinnen sozusagen einmal in der für Seniorinnen und Senioren Janina Stiel von der BAXO. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, liebe Frau Stiel. Und wir haben es im Vorfeld, haben wir schon ein bisschen uns sozusagen in die Diskussion eingegraben, weil mit Frau Hirche vom Verein Wege aus der Einsamkeit haben wir eine Fürsprecherin älterer Menschen zum Thema Digitalisierung, die sozusagen, liebe Dagmar, ich sage es jetzt einmal ganz salopp, sich nicht scheut, die wunden Punkte anzusprechen. Und genau das soll eben auch die heutige Veranstaltung tun. Wir wollen ernsthaft miteinander über die Bedarfe älterer Menschen vor dem Hintergrund der Pandemie miteinander diskutieren. Sie sind eingeladen, über den Chat Fragen zu stellen. Und so möchte ich auch die erste Frage an Sie, Herr Wahl, richten. Was ist Ihr Eindruck, was ist Ihre Erfahrung, was sind wissenschaftliche Ergebnisse, wie sich die Lebenssituation älterer Menschen in der Covid-19-Pandemie verändert haben und wie auch die Diskussion über das Thema Digitalisierung in der Lebenswelt älterer Menschen sich verändert hat? Sie haben das Wort, bitte sehr. Was haben wir in unserer Hand? Wir haben selbst bei den Hochaltrigen, wie wir im Bericht ausgeführt haben, also Hochaltrige heißt jetzt nicht über 90-Jährige, aber heißt 75- bis 80-Jährige, Anfang 80-Jährige, haben wir heute schon eine 40-prozentige Internetzugang. Also das ist überhaupt nicht wenig. Bei Jüngeren, 60 bis 65, haben wir fast 90%. Also es ist auf jeden Fall nicht richtig, dass wir hier bei Null anfangen. Aber wir sind natürlich unzufrieden. Wir wollen eine viel höhere Abdeckung haben. Ich denke, Corona hat uns gezeigt, dass digitale Vernetzungstechnologien, auf welcher Plattform sie immer laufen, wirklich auch zu für soziale Isolationstendenzen entgegenwirken und soziale Partizipation auch verdeutlichen bzw. verstärken können. Ich habe hier mal ein kleines Beispiel. Da kommt die Altenpflegerin mit dem Tablet zu einer bettlägerigen Person und sagt, liebe Frau Schmidt, schauen Sie, hier sind Ihre Tochter und Ihr Enkel und wollen mit Ihnen reden, lachen, vielleicht auch weinen in der Krise. Sie haben auch ein paar tolle Fotos vorbereitet, die Sie Ihnen zeigen wollen. Und wenn wir schon dabei sind, wenn Sie fertig sind, komme ich nochmal und zeige Ihnen, dass Sie vielleicht auch noch Lust haben, Doppelkopf zu spielen mit den anderen. Da habe ich schon was vororganisiert. Und ich weiß ja, dass Sie sehr gerne Doppelkopf spielen und das könnte eine ganz schöne Beschäftigung bis zum Mittagessen sein. Das ist eine ganz konkrete Hilfe, die heute natürlich möglich ist in allen Heimen, aber zumindest auch in vielen. Sie ist aber nicht flächendeckend umgesetzt worden, sondern das sind einzelne Begebenheiten, die können uns nicht froh machen, aber im Grunde genommen ist eigentlich klar, wo wir hin müssen. Also von daher, wir haben hier gute Anfänge. WLAN, wenn Sie mich fragen, muss einfach abgehakt werden in Kürze. Wir brauchen WLAN und zwar nicht nur im Heim, sondern auch in ganz normalen ambulanten Situationen, das ist klar. Darüber würde ich jetzt gerne als nächsten Gast Dagmar Hirche. Liebe Frau Hirche, ich möchte Sie gerne dazu fragen. Sie sind Vorstandsvorsitzende des 2007 ins Leben gerufenen Vereins Wege aus der Einsamkeit und haben sich mit dem Verein jetzt schon lange vorgenommen, ältere Menschen Wege der digitalen Teilhabe zu eröffnen. Mit welchen konkreten Bedarfen kommen denn nun diese älteren Menschen zu Ihnen in den Verein, jetzt gerade auch mit Covid-19?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und bei uns kommen die Menschen natürlich vor Corona, sind sie mit ihren Geräten gekommen oder sie hatten noch gar keine Geräte und haben gesagt, keiner bringt mir das bei oder meine Kinder haben keine Zeit oder sind gar nicht vor Ort oder ich habe niemanden. Und wir haben uns dann mal umgeguckt in Deutschland und haben gesehen vor 7 Jahren, wie wenig Menschen eigentlich digitale Bildung für Tablet und Smartphones anbieten und haben dann nicht gesagt, man müsste mal was tun. Mein Spruch ist immer, diesem Mann bin ich in meinem Leben noch nicht begegnet. Wir haben gesagt, wir machen was, haben dann angefangen und sind wirklich überrollt worden von der Nachfrage von älteren Menschen. Wir haben jetzt 7000 Menschen im Umgang mit Tablet und Smartphones geschult. Ja, und dann kam Corona und plötzlich hieß es, analog geht nichts mehr. Aber was machten wir mit den digitalen Einsteigern? Und auch da sind wir wieder neue Wege gegangen. Ich finde immer, was ganz oft gemacht wird, man traut älteren Menschen viel zu wenig zu. Man reduziert sie immer auf das, was sie nicht können. Ich sage immer, bietet ihnen was, schult sie und dann machen sie das auch im digitalen Bereich. Und wir haben Zoom-Meetings einberufen und zwar täglich, sodass sich Senioren mit einem Wort, mit einer Plattform, die sie vor Corona noch nie kannten, beschäftigt haben. Und wir haben dann bis zu 60, 80 Teilnehmer zwischen 65 und 88 täglich in unseren Zoom-Meetings begrüßt. Und wir haben eben damals, als Corona im März losging, von vielen Senioren zu hören bekommen, und da gebe ich Herrn Wahl völlig recht, das ist so wichtig, dass ich andere Menschen sehe. Meine Kinder, meine Freunde rufen mich an, dann sehe ich aber keine Emotion in den Gesichtern. Diese digitalen Plattformen bieten nämlich die Möglichkeit, dass man miteinander lachen kann, miteinander weinen kann, Spaß haben kann und wir machen Sitztanz, Sitzyoga, alles Mögliche. Nächster Punkt, wenn ein Ortsamt, wenn Ärzte, wenn Firmen sagen, es geht nur digital, wo ist die digitale Bildung für die Nutzer? Es muss in Ortsämtern einen Raum geben, wo Menschen hingehen können und sagen können, ich kann jetzt einen Termin nur noch digital machen, dann zeigt mir bitte, wie das geht an meinem Gerät. Also mir fehlt überall diese digitalen Bildungsangebote. Und das können wir als kleiner Verein nur fordern und wir können im Kleinen was anbieten. Aber im Großen muss es an jeder Milchkanne WLAN geben und es muss an jeder Milchkanne eine digitale Schulungsmöglichkeit geben. Und ich würde die Milchkanne jetzt gerne in die Wohnung tragen, denn das ist ja nun der Lebensort älterer Menschen mit ganz zentraler Bedeutung. Und damit das Wort auch an Frau Dr. Meyer, Leiterin des Siebes-Instituts hier in Berlin und Mitglied der 8. Altersberichtskommission übergeben. Herr Kruse hat es aufgegriffen, auch Menschen, die sich das nicht leisten können, müssen an dieser Stelle aus unserer Sicht unterstützt werden. Denn was ist möglich? Frau Hirche hat die Teilhabe stark gemacht, Kommunikation untereinander. Aber natürlich ist es auch eine Möglichkeit, zu Hause kulturelle Angebote ganz anders abrufen zu können als das normale Fernsehen. Es geht um Podcasts, es geht aber auch um Vereinsaktivitäten bis hin zu Gottesdiensten, die irgendwie gestreamt werden. Es geht um Messenger-Dienste, wie auch immer, mit den Angehörigen, mit Freunden. All das ist von dieser Technologie abhängig. Ob man sie da nutzt oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber sie erstmal vorzuhalten, halte ich für absolut wesentlich. Hinzu kommen diese sogenannten smarten Technologien zu Hause, technische Assistenz. Auch das dürfen wir nicht übersehen. Digitale Technik und technische Assistenzsysteme machen es möglich, länger zu Hause zu sein, machen es möglich, die Autonomie zu unterstützen. Dazu haben wir viel Forschung, noch viel zu wenig Gerätschaften, die man auch wirklich sich anschaffen kann. Aber es gibt sie und sie werden auch benutzt und sie werden auch angenommen. Zu sagen ist, dass man unter dem Aspekt der Digitalisierung nicht vergessen darf, dass Wohnungen auch barrierefrei sein müssen, was sie nicht sind, nach wie vor nicht sind. Denn sowohl ältere Menschen mit Rollatoren als auch Roboter oder Staubsaugerroboter sind an Schwellen, ist das aus, sie können nicht fahren. Das heißt, Mensch und Technik braucht Barrierefreiheit. Ein wichtiger Punkt, wir diskutieren schon lange über Barrierefreiheit, erreicht in der Wohnung haben wir es nicht.
Vielen Dank, Frau Dr. Meyer. Diese Frage, wie sieht es eigentlich aus in der stationären Versorgung älterer Menschen in der Covid-19-Pandemie, möchte ich gerne an Sie, lieber Herr Hein, weiterleiten. Uns haben viele Fragen vorab erreicht, die genau das ansprechen. Wie sieht es eigentlich aus in den Pflegeheimen, in den Formen stationärer Unterbringung älterer Menschen? Frau Meyer hat eben schon Punkte genannt. Profitiert Deutschland? Gibt es da eine Entwicklung hin, dass dieser Digital Push, den wir jetzt mit der Pandemie beobachten können, kommt er eigentlich auch in den Heimen an? Was braucht es hier? Ja, also ich denke, meine Position auch in der Altersrechtskommission ist ja eher die eines Ingenieurstechnikers, der natürlich immer versucht, sozusagen die Möglichkeiten, die Technik uns bietet, nach vorne zu bringen und natürlich auf der anderen Seite mit einem gewissen Grauen, teilweise auch in das Unverständnis natürlich in die Realität schaut und sich eben dann anguckt, wie weit tatsächlich die Welt der Ingenieure und unserer Labore mit eben der realen Welt auseinanderklafft und eben letztendlich auch Produkte, die schon da wären, ja kaum in der Praxis genutzt werden. Also ich kann das jetzt oder will das jetzt nicht in der Breite ausdiskutieren, sondern ich würde hier vielleicht nur zwei Beispiele nennen, nämlich einmal, wir selber haben ja versucht, über eben Tablets, die ja schon häufig benutzt wurden, als eben die direkten Kommunikationskanäle, die ja auch in der Krise jetzt funktionieren, videobasierte Physiotherapie anzubieten. Und interessant für uns ist tatsächlich in dieser Situation ja nicht so sehr, dass es natürlich, das wurde auch schon erwähnt, für die älteren Menschen schwierig ist, die Technik zu benutzen, sondern ich kann hier immer nur betonen, es ist auch für die Physiotherapiepraxen ganz schwierig. Es ist auch viel, was regulativ schwierig ist. Also wenn eben nur für wenige Monate solche neuen Abrechnungsmöglichkeiten eingeführt werden, gibt es keine Sicherheit für die Investitionen für die Physiotherapiepraxen, aber natürlich auch nicht für die älteren Menschen, die Kunden sind. Das sind einfach so strukturelle Rahmenbedingungen, die halt nicht gut funktionieren in Deutschland und wo es, glaube ich, wichtig ist, aus dieser Pandemiesituation zu lernen, dass wir eben längerfristige Optionen schaffen müssen, um tatsächlich nicht nur diesen Push jetzt zu haben und ihn dann aber eben zu sehen, wie er wieder versandet, weil wir doch alle eben auch gerade in der Physiotherapie, ist ein gutes Beispiel, gerne auf diesen körperlichen Kontakt wieder zurück wollen und natürlich alle sich zurücksehnen in eine Situation, wo tatsächlich wieder ein zwischenmenschlicher Kontakt da ist. Aber eben damit natürlich auch die Chancen, nämlich nicht diese Ersetzungsdiskussion zu führen, sondern eben eine Ergänzungsdiskussion zu führen. Wie kann ich also Dinge eben zusammenfassen? Eben Hybrid ist ja heutzutage das typische Wort für sowas. Also sprich Dienstleistungen, die natürlich schon face-to-face auch erbracht werden, mit eben virtuellen Komponenten zu ergänzen. Das ist, glaube ich, das, womit wir uns jetzt intensiv beschäftigen müssen. Auf dieser Ebene, die jetzt technisch, natürlich, sagen wir, aus meiner Perspektive, seit 10 Jahren ja da ist. Also da haben wir jetzt keinen ganz neuen Aspekt vor uns. Und trotzdem, und das ist ja unsere Aufgabe als Forscher, müssen wir natürlich jetzt auch noch viel stärker in die Zukunft gucken und gucken, was könnte dann noch an Folgetechnologien kommen. Und dafür jetzt aus der folgenden oder der schon gelaufenen Diskussion ist mir eben ganz wichtig, nochmal zu erwähnen, wir hängen noch sehr stark an den aktuellen Technologien wie ein Tablet. Ja, aber gucken Sie sich bitte die Spielindustrie an. Gucken Sie sich an, was da an, sag mal, Möglichkeiten in virtuelle Welten oder in Abbildungen der realen Welt einzutauchen, schon jetzt kommerziell für eben, natürlich ist es immer ein bisschen absurd, aber eben eigentlich vergleichsweise günstige Preise jetzt schon zu haben ist. Gucken Sie sich bitte an, was in Virtual Reality möglich ist und wie man eben Besuche von Museen virtuell durchführen kann. Und auch das haben einige Museen schon geschaffen, wie es eben möglich ist, Konzerte zu besuchen auf der Ebene. Gucken Sie sich die Angebote der Berliner Philharmoniker an, die schon seit Jahren sowas machen. Ja, also das gibt da ganz viel, was man tatsächlich von zu Hause aus machen kann und wo man mit Technik sehr, sehr tief und sehr auch realistisch eindringen kann und sich dadurch natürlich einfach Möglichkeiten ergibt. Ja, herzlichen Dank auch nochmal für diese Einordnung und den Ausblick auch auf die Frage, welche Akteure haben eigentlich mit älteren Menschen zu tun und müssen eben auch professionalisiert und qualifiziert werden für den richtigen Umgang mit digitalen Technologien, mit dem Einsatz. Viel zu oft gibt es noch die Einstellung, dass man das doch nur anschaffen müsste und anschalten und dann wird es doch ein Selbstläufer. Aber so einfach ist das mit dem Selbstläufer gar nicht und davon weiß, oder ich nehme es an, dass Frau Stiel von der BAXO davon ein Lied zu singen weiß. Sie beschäftigen sich ähnlich wie Frau Hürche, aber so ein bisschen auf einer anderen
institutionellen Verortung eben auch mit der Frage, wie können ältere Menschen befähigt werden, welche digitalen Bildungsangebote muss es geben? Und das ist auch eine Frage, die Sie im Chat und auch vorab sehr umgetrieben hat. Da muss man vorab sagen, anders als zum Beispiel für schulische Bildung oder für berufliche Weiterbildung, gibt es in Deutschland für die nachberufliche Bildung keine nationale Strategie und kaum flächendeckende Strukturen. Dieser Bildungsbereich wird politisch kaum als Aufgabe wahrgenommen, selbst in Konzepten von lebensbegleitendem Lernen oder auch in Bildungsstatistiken. Die existierenden Lerngelegenheiten entstehen mehr oder weniger zufällig und sind ein bunter Flickenteppich, der in Deutschland ganz verschieden dicht gewebt ist. Vor Covid-19 haben ältere Menschen Technik- und Medienkompetenz erworben, vor allem bei ehrenamtlichen Internethelfern wie Frau Hirche, aber auch in Bildungseinrichtungen und an weniger formalen Orten wie Bibliotheken, Seniorenbüros und Mehrgenerationenhäusern, aber auch in der Familie und durch Selbstlernen. Mit der Schließung dann dieser öffentlichen Einrichtungen und der Bildungseinrichtungen blieben noch übrig das Selbstlernen, die Familie und die Internethelfer als Quelle von Unterstützung. Dies aber eben nicht mehr persönlich, sondern wie schon berichtet, eben auch auf Abstand. Das heißt, selbst wenn durch Covid Lerninteressen oder Notwendigkeiten jetzt entstanden sind, haben sich die Lerngelegenheiten faktisch dezimiert. Und eine große Herausforderung ist es natürlich, mit digitalen Angeboten Menschen zu erreichen, die noch offline sind oder die gerade erst begonnen haben, sich damit vertraut zu machen. Hier hat sich die Hürde in der Regel als zu hoch erwiesen. Ein Einstieg in die digitale Welt muss eigentlich im persönlichen Kontakt erfolgen oder gelingt da am besten. Ich möchte schließen damit, was passieren müsste, damit ältere Menschen eine bessere Unterstützung beim Technik- und Medienkompetenzerwerb bekommen in Zukunft. Und genau, da wäre zum einen als wichtigsten Punkt zu sagen, dass wir da eine nationale Strategie brauchen, eine Bildungsstrategie für die nachberufliche Lebensphase, auch analog zur nationalen Weiterbildungsstrategie, die eben auch Strukturen zum Technik- und Medienkompetenzerwerb adressiert. Wir haben hier tolles freiwilliges Engagement, aber das allein kann es eben nicht sein. Also darauf allein können wir uns nicht verlassen. Zumal auch viele Internethelferinnen selbst älter sind und sich einige auch zur Risikogruppe zählen und sich aus diesem Engagement jetzt zurückziehen. Wir brauchen die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften in dem Bereich. Die technische Ausstattung haben wir schon angesprochen. Das gilt auch für Bildungssettings. Ja, auch die Volkshochschulen, auch die Mehrgenerationenhäuser sind lange dafür nicht ausgestattet. Wir brauchen flächendeckende Lernangebote und Erfahrungs- und Erprobungsräume in allen Kommunen. Hier gibt es bisher eine extreme Ungleichheit zugunsten des Südens. Und wir sollten natürlich auch die freiwilligen Initiativen stärken und Informationen und Zugang zu den bestehenden Lernangelegenheiten verbessern. So, also wer nicht weiß, wo er in seiner Umgebung Hilfe finden kann, darf mich anrufen oder bei wissensdurstig.de vorbeigucken. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Professor Hein, Herr Professor Wahl, liebe Sibylle Meyer, liebe Frau Stiel, liebe Frau Hirche, für diese doch sehr umfassende, anregende Diskussion, die wir nächstes Jahr mit der BMFSFJ-Veranstaltungsreihe zum 8. Altersbericht und den großen Themen Wohnen, Pflege, Quartier und digitale Bildung fortsetzen werden. Ich freue mich auf den weiteren Austausch und ich hoffe, unsere technischen Hürden werden kleiner. Passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.